Herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie alle trotz der Fußball-EM, die wirklichen Enthusiasten, euch hier eingefunden habt. Ich will gleich sagen, dass womöglich, glaube ich, es gut ist, wenn man Ergebnisse am Handy sieht, nicht durchsagen, weil vielleicht sind ja manche nachher, wollen sich nachher überraschen lassen, wie das Ergebnis wirklich ist. Es waren 30 Leute angemeldet. Ich habe erwartet, dass die No-Show-Rate schon etwas höher sein wird. Kann man mich gut verstehen, weil es ist hier, ja, geht's, okay. Weil mit Mikro ist es dann oft gar nicht besser, als wenn man so spricht. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Ich will das organisatorische schnell durchgehen. Es gibt Pausen. Ich habe keine fixe Einteilung. Ich versuche einmal 5 Minuten und zweimal 10 Minuten, also 2 kurze Teile und dann 2 längere Teile zu machen. Das Buffet habt ihr alle gesehen, es stört überhaupt nicht, wenn ihr währenddessen nach hinten geht und was holt. Toilette kennen schon alle, oben im ersten Stock, rechts hinaus. Die SSID haben sich schon, also den WLAN-Zugang haben schon alle, nehme ich an. Und der Peter Sauer und die Maya sind die beiden von IoT Vienna, die mich da unterstützen. Und die euch, weil sie jetzt nicht 30 sind, locker schaffen. Also wenn es irgendwelche Anliegen gibt, fragt es bei ihnen. Ganz wichtig, wir machen das ehrenamtlich, wir als IoT Austria und IoT Vienna, und freuen uns riesig, wenn es dann gut angekommen ist, wenn ihr nachher in die Spendenbox was einschmeißt. Falls jemand auf Eventbrite nicht sowieso schon was gespendet hat, will ich mich jetzt schon bedanken. Und wir freuen uns immer, wenn ihr in die Spendenbox auch eure Visitenkarten spendet, falls wir noch keine Kontaktdaten von euch haben. Das ist dann auch nett. Da wir hier mit Funkequipment arbeiten und ich nie ganz sicher bin in diesem Bereich, finde ich es auch gut, wenn alle ihr Handy in den Flugzeugmodus schalten. Ich weiß nicht, ob die 2,4 GHz vom Merkur-Board da dazwischen kommen, aber ich glaube, es ist vielleicht besser, das abzudrehen. Und was in unserem Verein grundsätzlich gilt, ist, dass, weil es viel einfacher ist, weil sich so viele verschiedene Menschen treffen. Jeder kann mich gleich mit Du ansprechen, ich bin der Thomas, komme ich gleich dazu. Die Organisatoren habe ich schon die beiden vorgestellt. Ich selbst bin der Thomas Reininghaus, ich bin von IoT Austria und bin dort für Anwendungen und Prototypen zuständig. Also anwendungsseitig, sage ich, ist mein Bestreben, dass man die ganze Motivation hinterm Verein und die Ziele auch mit konkreten Anwendungen darstellen sollte. Also ich sage immer, wir haben große Ziele auf der philosophischen Seite, aber ich will halt zeigen, dass das, was wir sprechen, auch eine reale Wirkung hat, nicht nur in den Köpfen, sondern eben auch in den Dingen. Das sehe ich so als meine Aufgabe. Und Gäste haben wir 2, obwohl ich jetzt sehe, dass der Johannes Dobler schon ein IoT Vienna Ding drauf hat. Den haben sie offensichtlich gerade gewonnen, für den Verein auch sehr erfreulich. Du kannst nachher noch unsubscriben, das ist immer möglich. Und der zweite Gast ist der Wolfgang Sokol, der wird dann ganz kurz von der BOKU, wir sind in Kooperation mit der BOKU, das freut mich sehr, das passt zum Thema Bewässerung, und er ist sozusagen das seriöse Glied in der Sensorik, die da dahinter steht. Ich würd schon so sagen. Also da steckt Wissen drin, das wir überhaupt nicht haben, und freut mich, dass wir da einen Sensor, über den rede ich nachher noch, sozusagen komplett gut durchgemessen bekommen vom Wolfgang Sokol. Dann jetzt zum, was erwartet euch? Es ist so, wie ich es auf der Eventseite beschrieben habe. Das ganze Format hier ist ein Erstversuch. Es hat früher mal OS Domotics Abende gegeben, hallo Harald. Und ich versuche das jetzt einen neuen Anstoß zu geben, rede ich dann später, wie sich der Verein da entwickelt hat. Ich würde mich freuen, wenn ich mit euch gemeinsam dieses Produkt, darf man es ja eigentlich gar nicht nennen, aber diese Bewässerung, die in einer Erstversion vorliegt, so früh wie möglich in irgendeiner, sagen wir mal, in einer agilen Art sehr schnell entscheiden soll, wie sich das weiterentwickelt. Das macht ihr dann, wenn ihr einen Input habt, dass das in eine gewisse Richtung bringt.
dann bin ich sofort dabei, das auch dem diese Richtung zu geben, weil was ich mir ausdenke, das mag jetzt vielleicht ganz konkret für meine Terrasse gelten, aber man rät so oft daneben, was die Nutzer der Dinge dann wirklich haben wollen, raushaben wollen. Das würde ich mit euch dann im dritten Teil dann gerne gemeinsam besprechen und erarbeiten vielleicht sogar. Habe ich eine Idee, wie wir das machen können, das müssen wir abstimmen. Ich habe da ein paar Schummelzettel noch mit dazu genommen, dass ich ja nichts vergesse. Okay. Also ich will dann ganz konkret die jetzige Realisierung zeigen. Und jetzt würde ich gerne von euch ein bisschen abfragen, weil das eben sozusagen ein neues Format ist, dass ich weiß, ob ich in der Ankündigung richtig getroffen habe, ja, ob das die richtigen Leute angesprochen hat. Muss ich eigentlich gleich vorweg sagen, dass ich sehr viel versucht habe, jetzt thematisch hineinzupacken in das Ganze, und wenn ein Teil kommt, der zu technisch ist, oder ein Teil kommt, der zu langweilig ist, dann bitte ich euch einfach durchzutauchen und durchzuhaken, weil ich glaube, es kommt dann für jeden wieder etwas, was für ihn interessant ist. Ich würde sagen, wir gehen vom ganz Allgemeinen zur konkreten Bewässerung und dann immer mehr in die technischen Details. Und wen das dann nicht mehr interessiert, der kann dann ruhig abschalten und sagen, macht's ihr in der Technik. Ich bin mehr auf dem anwendungsseitig, oder mich interessiert interessieren die Vereinsziele und die Motivation hinter dem Ganzen. Darum will ich kurz mal abfragen, wenn ich jetzt das so einteilen darf, wer sieht sich als reiner Maker und Bastler, weil das die Gruppe ist, die in letzter Zeit verstärkt auf mich zugekommen ist, wo ich sage, ich bin für Anwendungen zuständig. Könnt ihr kurz aufzeigen, wer sagt, ich bin, es kann auch Doppelnennungen geben, ich bin ein Maker, ich mache es gern selbst. Okay, sind zwei. Wer ist allgemein IoT-affin und sagt, das Thema interessiert mich? Technisch, aber auch von den Auswirkungen. Die Arduino-Kenner, also wollte ich jetzt schon von den Skills ungefähr einteilen. Wer hat mit Arduino selbst schon programmiert? Wow, so viele, cool. Also sind, ich weiß ja nicht, das ist ja, glaube ich, ein C-Dialekt, oder ist es echtes C? Muss ich den Harald fragen? Okay. Wiederholt es bitte. Laut. Nein, das du. Ich. C und C++. Das OSD besteht aus C und C++. Okay. Das Original Contigi nur aus C. Und das Arduino ist nur C. Das ist C und C++. Okay. Und da wir das Contigi Arduino kompatibel gemacht haben, kann natürlich das OSD Contigi C und C++. Okay, also Arduino ist auch C und C++. Nicht ein Dialekt oder irgendetwas. Und dann will ich noch fragen, wer sind die echten Hardcore-Embedded-Programmierer, für die das alles ein Klacks ist? Bernhard, du musst aufzeigen. 4, 5, wow. Das wird hart für mich. Schauen wir mal. Also, das gilt auch. Ich bin selbst in die Embedded-Programmierung mit dem Verein, sagen wir mal, im Februar eingestiegen. Sonst war ich immer, wenn ich programmiert habe, überhaupt sehr High-Level unterwegs. Für mich ist das alles neu. Und wenn ich was Falsches sage, können Sie mich sofort korrigieren und sagen, stimmt nicht. Ja, aber ich bin da eben nicht ganz so bewandert, wie ich es gerne hätte. Okay, dann kann ich mir jetzt ungefähr ein Bild machen. Es ist schön gemischt. Und dann will ich noch ganz schnell fragen, wer kennt das Merkur-Board noch nicht? Oh, gut, dann macht es Sinn, darüber detaillierter zu sprechen. Wer hat das Thema ausschließlich, wer ist hier nur wegen der Bewässerung, weil er es sozusagen mehr oder weniger selbst realisieren will? 3, 4, 5, oh, wow, doch so viel. Nur, ich habe gesagt nur. Und wer hat, also das brauche ich dann nicht mehr fragen, Embedded sind 6 Mann. Und Programmierkenntnisse, ohne jemals im reinen Embedded-Bereich wirklich was gemacht zu haben. Also Anwendungsentwicklung, okay. Ah, okay. Gut, danke. Das hilft mir. Also die Mischung ist dann schon ganz gut. Jetzt sage ich, wie ich den Zeitplan vorgesehen habe. Ich möchte über den Verein sprechen. Das ist mir ein Anliegen, da zu zeigen, dass hinter der Bewässerung auch tatsächlich ein Konzept steckt, das mit den Menschen zu tun hat. Also ich bin jetzt nicht hier, um rein eine technische Abhandlung hier zu machen, sondern ich würde gerne das im Kontext vom Verein und von den Zielen da darstellen. Dann, das wird ein
schätze ich mal, 20 Minuten, so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Dann haben wir 5 Minuten Pause, dann würde ich die Bewässerung, so wie sie jetzt realisiert ist, zeigen. Und dann würde ich in den Teil gehen, wo wir uns gemeinsam überlegen, wie kann man das eigentlich ausbauen, wer wünscht sich was davon, und ich würde gerne verstehen, was ihr unter einer Bewässerung überhaupt versteht. Weil manche sagen, es ist eine Zeitschaltuhr, manche denken schon an komplexe Wasserbodeninhaltsmodelle und sonstiges. Also eine smarte Bewässerung, sagen wir mal so. Und der vierte Teil ist dann, dass wir konkret, wenn jemand sagt, er will das ausprobieren, mit dem Notebook, es sind ein paar Boards hier, es sind ein paar Programme hier, das effektiv selbst ausprobieren kann. Ich würde aber vorschlagen, dass wir wirklich nur die einfachsten Beispiele durchgehen, weil jemand, der die Toolchain schon hat und installiert hat und schon lange damit macht, der kann, glaube ich, auch eine Bewässerung ohne weiteres programmieren. Also ich möchte denen vor allem helfen, die sagen, jetzt habe ich ein Merkur-Board und ich komme sozusagen nicht in die Gänge damit. Ich kriege die Kommunikation nicht zustande oder irgendwelche Basics fehlen, dass der Hannes und ich dann vielleicht helfen und der Harald sicher auch, dass man da, wenn man was ausprobieren will, dann wirklich konkret das Merkur-Board sozusagen in Erstbetrieb nimmt. Es waren schon einige, die es gar nicht kennen, die können dann vielleicht einen Erstversuch machen, gemeinsam mit uns. So, jetzt zu der Einleitung, ich sage philosophischer Teil. Es geht mir um den Verein, seine Ziele, wie er sich in letzter Zeit entwickelt hat. Das war eine mächtige Entwicklung, die ich da jetzt schon im letzten Jahr miterlebt habe. Dann will ich über das Board sprechen, weil das schon ein sehr spezifisches Board ist. Da muss man die Unterschiede zu den anderen erwähnen. Ja, das sind die zwei Teile der Einleitung. Und vom Verein her wisst ihr ungefähr, wir stehen ein für das offene Zusammenarbeiten. Wir kommen zum Teil oder viele von uns aus der Open-Source-Szene oder haben beruflich damit zu tun gehabt und ist uns, jetzt habe ich da drauf gedrückt, ist uns wichtig, dass wir das auch weitertragen und sagen, die Menschen sollen dieses Prinzip sich eigentlich auf allen Gebieten zu eigen machen. Das heißt, wir haben erkannt, oder besser gesagt der Harald als allererster, der Ralf Schlatterbeck, dass sie dasselbe Prinzip auf Hardware anwenden wollen. Und das Board, Merkur-Board, ist Open Hardware. Das bedeutet in erster Linie einmal, dass die Dokumentation frei herunterladbar ist, dass jeder die vervielfältigen kann. Und in zweiter Linie ist es sozusagen auch implizit die Aufforderung, bau das selbst nach, wenn du die Möglichkeiten und Fähigkeiten hast. Das heißt, ich glaube, bei Olimex als ein Open-Hardware-Entwickler steht drauf, wie lange wird es dieses Board geben, steht unten, für immer. Weil die Pläne sind offen und jeder kann es nachbauen. Das heißt, theoretisch müsste es dieses Board immer geben, solange es eben jemand baut. Es gibt keine Einschränkung, wo man sagt, das darfst du nicht nachbauen, das darfst du nicht in Verkehr bringen. Dadurch unterscheidet sich das und wir glauben, dass man mit der Herangehensweise es schaffen kann, die technischen Entwicklungen, die da jetzt gerade auf uns zukommen, mehr im Sinne der Menschen umsetzen zu können. Das heißt, das kommen wir dann später dazu, die Dinge, die wir da mikroelektronisch in der Hand haben, nicht dazu führen, dass wir sozusagen alles aus der Hand geben, zum Beispiel eine Gartenbewässerung, und gleich vor der Situation stehen, dass wir nicht wissen, was für Daten aus unserem Garten abgezogen werden, wer sie bekommt und wer damit Geld verdient. Das ist uns ein Bedürfnis, das anders zu gestalten und mit eurer Hilfe im Grunde genommen anders zu gestalten. Ein ganz wichtiger Anteil ist davon, dass wir einstehen für offene Protokolle. Wir wollen zeigen, dass innerhalb der Anwendung jetzt und im Merkur-Board und dem Contiki, das oben drauf ist, keinerlei proprietäre Standards oder Protokolle drinnen stecken. Das ist eine Voraussetzung, dass wir nicht in den Vendor-Lock hineinkommen. Das heißt, dass wir nicht das Problem haben, dass wir zwei verschiedene Hersteller haben und die Geräte reden nicht aneinander. Dann brauchen wir wieder in der Cloud irgendwas, dass die dann oben zusammen wieder koordiniert. Also die Bewässerung redet nicht mit meinem Rasenmäher, ist jetzt das klassische Beispiel, aber wenn ich irgendeine Partyplanung habe im Internet, dann könnt ihr eigentlich der Bewässerung sagen, du darfst jetzt nicht bewässern, aber weil das proprietär ist, darf sie das nicht sagen. Ja, die zwei Dinge reden nicht miteinander, weil ein Hersteller beschlossen hat, das soll nicht sein. Dafür stehen wir nicht. Das letzte Teil ist natürlich der ganz wichtige,
dass eben, wie ich gesagt habe, die Datenhoheit schon bei uns bleiben soll und es halt immer sensibler wird, was wir da von uns geben und wir nicht wissen. Also die Regierungen, die bezahlen wir, die sollen die Daten offenlegen, das ist am Laufen. Die privaten Daten sollen bei uns bleiben. Und bei Big Data bin ich irgendwie sehr unschlüssig. Man sagt uns immer, wir werden ganz tolle Dinge damit erleben. Ich kann aber nicht genau beurteilen, was da im Hintergrund wirklich abgeht. Also wenn alle Bewässerungen der Welt zu einem Big Data Projekt werden, wüsste ich jetzt nicht, was ich daraus habe. Aber schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Also grundsätzlich sagen wir, dosiert hergeben und nur von uns aus gesteuert Sensordaten hergeben, wie wir das wollen. Und am Schluss will ich erwähnen, dass es trotz allem nicht bedeutet, dass niemand Closed Source machen soll. Das heißt, wenn jemand Lust hat, aufbauend auf Open Source jetzt eine geschlossene Anwendung daraus zu machen und die gegen Geld zu verkaufen, dann ist das aus unserer Sicht völlig legitim und es wird gar nicht funktionieren. Wir als Verein müssen von was leben und Firmen genauso. Also da ist keinerlei Widerspruch drinnen. Jetzt hat mich als als Anwendungsentwickler auf der Server- und PC-Ebene hat mich fasziniert als erstes, in was für eine, sage ich, Constraint Environment man da hineingeboren wird, hineingesetzt wird. Das heißt, ich war nie gewöhnt, dass man nur 8 Bit hat. Ich war nie gewöhnt, dass man nur 128 Kilobyte RAM hat. Das ist für mich jetzt das Merkur-Board, das ich hier aufzähle. Ich war nicht gewohnt, dass die Luft als geschertes Medium so ein Engpass werden kann und dass es eigene Protokolle gibt, die das sozusagen umgehen und robuster sind und den Luftraum nicht so in Anspruch nehmen, wie ich dann später zeigen werde. Das Akkustrom ist uns dann schon klar, eine begrenzte Ressource ist, dass wenn wir Solarbetrieben versorgen wollen, dass das auch wieder heißt, in der Nacht musst du drüber kommen, da, wenn es jemand in den Keller stellt, wird es schon schwieriger, das Solarpanel. Aber im Grunde genommen war es meine Erkenntnis, ich bin da in einer Welt, wo alles eingeschränkt ist, entspricht aber auch dem Zug der Zeit, dass die Menschen drauf kommen, ja, es ist nun mal die Welt eingeschränkt und alle, die diese Pläne haben, wo es ewig weitergeht, ohne Begrenzung wird es nicht spielen. Das passt ganz gut als Motto zum Verein dazu, wie sich die Hardware und die Kommunikation verhält. Und unten drunter noch, Michi, für dich auch, dass unsere Bereitschaft auf unsere Privatsphäre zu verzichten ist auch eingeschränkt. Also das Thema, unsere Daten, die Daten sind unsere Daten, die unsere Sensoren erzeugen. Okay, die Entwicklungen vom Verein, das ist relativ schnell und stürmisch gegangen. Ich habe letztes Jahr den IoT-Day miterlebt mit 1000 Leuten. Das heißt, der Verein hat durch den sehr umtriebigen Stefan Hupe und den Philipp Reinisch jetzt auch eine explosionsartige Entwicklung erfahren, was die Events betrifft. Das heißt, das ist eine echt starke Event- und, sage ich mal, Marketingorganisation. Viele kennen jetzt schon IoT Austria. Und meine Motivation war zu sagen, damit der Teil nicht zu stark wird oder den alten Bastler-Maker-Charakter von dem Verein komplett zudeckt, will ich sagen, möchte ich mich da jetzt eben stark machen und wieder mit Anwendungen, mit konkreten Dingen mich da einzubringen. Es hat immer wieder Talks und Workshops gegeben, aber ich will da eben sozusagen jetzt richtig im Community-Gedanken ein Projekt mal starten. Schauen wir, ob das sich dann auch so entwickelt. Das ist ein Erstversuch. Mal sehen. Die Bewässerung selbst ist jetzt als Vereinsanwendung in der Maker-Szene relativ gut angekommen. Wir waren auf der Maker-Fair, wir waren in den Linux-Wochen, Linux-Tagen in Chemnitz, Dornbirn. Und es ist erstaunlich, wie das Thema Pflanzen die IoT-Leute und die technisch interessierten Leute dann immer wieder speziell nochmal interessiert. Darum habe ich das Projekt jetzt konkret ausgesucht und gesagt, das wird wohl das Richtige sein, um da eine typische Anwendung zu machen, wo man alles, was so die Ziele vom Verein sind und was der Verein so als Prinzipien hat, darzustellen. Und ich möchte ankündigen, dass der Stefan Hupe hat das, glaube ich, auf den Webseiten schon so genannt, es soll einen IoT Vienna Maker Point geben, wo man sich hinsetzen kann und wo man dann effektiv wie in den guten alten Zeiten einen Ort hat, wo man mit dem Lötkolben und mit dem Board sich trifft und was macht. Jetzt will ich auf das Merkur Board selbst eingehen. Kann mich, wie gesagt, vor allem der Harald jederzeit korrigieren, wenn ich da was falsch verstanden habe, aber mein Verständnis ist,
dass das Mercur-Board etwas Ähnliches ist wie ein Arduino, weil das hier einige kennen. Das ist ein Mikrocontroller-Board, das halt zusätzlich System ohne Chip, glaube ich, heißt, weil es ist nicht voll integriert, sondern es sind zwei Chips in einem Gehäuse. Es hat halt einen Funkstandard dabei und der wirklich wichtige Aspekt ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass im IoT-Bereich, wenn sehr viele Dinge, sehr viele Devices angebunden werden, dass man da einfach mit dem Funk dann schon in Bereiche kommt, wo man sich gegenseitig stört, in einem industriellen Umfeld, immer mehr Mobilfunk. Darum ist, glaube ich, das erfunden worden, dass man in der beschränkten Umgebung trotzdem noch robust kleine Messages durchbringt. Kein Mensch will damit Videos übertragen, sage ich immer. Dazu wurde der 802.15.4er Standard erfunden. In unserem Fall wird der im 2,4 Gigahertz Band benutzt und das Ganze geht um Effizienz, um Energieeffizienz. Das Board selbst lebt vor allem durch das Contiki. Ich habe mich entschieden, das damit zu lösen, weil ich wieder nachher zeigen, was ich glaube, was das für Vorteile hat, gegenüber einer Arduino-Loop-Programmierung. Das lasse ich mir auch jederzeit von jemand sagen, dass das jetzt ein bisschen Overkill ist, aber ich hoffe, ich kann darstellen, dass das in Summe für das Projekt ein Vorteil ist. Wer es noch nicht kennt, das Contiki Operating System ist eben eins, das auf diesen Atmel 128-Chip portiert worden ist, ist vom schwedischen Institute of Computer Science und ist als Open Source BSD-Lizenz, damit man Closed Source weitermachen kann, freigegeben worden. Es hat eben einen Micro-IP-Stack, der IPv4 und IPv6 unterstützt und der nächste Schritt in der Kommunikation ist, dass diese Abkürzung, ich hoffe, ich sage die richtig, oben aufsetzend auf dem Funkstandard gibt es ein 6-Low-Pan und das bedeutet für mich, es ist IPv6, es ist Low Power, es ist Wireless und es ist ein Personal Area Network. Also das ist für einen begrenzten Bereich, mir fällt eigentlich da noch das Wort Mesh, weil ich verstanden habe, dass in dem auch drinnen steckt, dass man keinen zentralen Funkknoten hat, sondern dass das ein Mesh-Netzwerk ist, wo jede Node mit jeder reden kann. Ich zeige dann später eine Grafik dazu. Aber heißt, durch das Contiki haben wir ein Mercur-Board zur Verfügung in diesem Stack, IPv6, wir haben drinnen weniger Energieverbrauch, wir haben Funk drinnen und wir können damit private Personal Area Networks vermascht aufbauen. Und das halte ich für den eigentlich wirklich großen Vorteil jetzt vom Mercur-Board. Jetzt muss ich auf den Sicherheitsaspekt eingehen, weil hier jemand sitzt, der damit zu tun hat. Ich kann, also es wird nicht heute Thema sein, ich bin auch nicht Experte genug dafür. Die Tatsache ist, dass auch dadurch, dass ich auf einem älteren Branch aufsetze als das Contiki 3.0, ist es so, dass ich nicht einmal diese Link-Layer-Encryption jetzt zur Verfügung hätte in dem Source-Code, die da drin ist. Das ist hoffentlich dann bald auf ein höheren Level gehoben. Aber was bedeutet es in der Praxis, wenn ihr Nachbarn seid und einer nimmt ein Mercur-Board, hat es am selben Funkkanal und hat diese PAN-ID, das ist so ein bisschen wie VLANs, nur in dem Bereich, hat die auch zufällig gleichgesetzt, dann bedeutet das, dass der automatisch in demselben Netz mitmacht. Also die Sicherheit im Moment in dieser Implementierung ist nicht gegeben. Es wird sicher noch tolle Vorträge geben, wo über dieses Thema gesprochen wird. Und ich darf sagen, es ist klares Ziel, das Netz auch noch vollständig abzusichern. Der wichtige Punkt ist, es ist nicht proprietär. Es ist im Standard schon vorgesehen und wie man sieht, gibt es von Contiki schon eine Version, die das effektiv hat. Wie das dann ins Mercur-Board und in unseren Verein reinkommt, das besprechen wir, glaube ich, in einem anderen Workshop. Ich will nur sagen, es ist mir klar, dass das natürlich ein Problem ist, dass man da an der Stelle offen ist. Ich hoffe, niemand ertränkt eure Pflanzen. Das ist, kann ich jetzt nur als Hoffnung so sagen. Naja, das ist der Worst Case, der mir jetzt im Moment einfällt. Das Contiki Operating System hat jetzt obendrauf noch einmal, was ich, weil ich ja eben aus der Ecke der Programmierung komme, etwas sehr Schönes, das ist das Constraint Application Protocol, das ist ein offener Standard und gemeinsam mit dem, wurde genannt Erbium, warum er so heißt, weiß ich nicht, der Herr Kovac hat das gemacht, gibt es eine REST Engine, mit der man RESTful Web Services machen kann, die in dieser beschränkten Umgebung sich nahezu verhalten wie ein
klassisches Webservice basierend auf HTTP, das werde ich dann noch zeigen. Und das habe ich da eigentlich stehen gelassen. Networked Embedded Devices, ja, also für vernetzte, eingebettete Devices. Und was der Endeffekt von dem ganzen Stack ist, dass alle Nodes, die man im Netzwerk vorfinden kann, für mich so schön nahezu wie eine API nach außen sämtliche Pins, Ressourcen, was immer da drin vorkommt, Uhren, Schalter, kann man alles sehr einheitlich über einen URI-Pfad direkt im Netz adressieren über IPv6 und zwar von überall in der Welt, wo man möchte. Das kann ich dann eben auch zeigen und das macht es jetzt für mich programmiertechnisch sehr stark entkoppelt. Das bedeutet, dass die Anwendung, die man macht, also jeder kann einen Beitrag leisten, indem er ein Board nimmt, wenn er dann am Ende, es ist eigentlich sogar egal, ob es das Merkur-Board ist oder irgendein anderes, wenn es ein Contiki drauf hat oder überhaupt am Ende dieses Core-Protokoll und RESTful sprechen kann, dann können wir eigentlich völlig auf der Ebene dann entscheiden, dass wir eine verteilte Applikation, eine verteilte Regelung bauen können. Ja, was ich immer von Vorteil finde, jeder Teil soll das übernehmen, wofür er eigentlich geplant ist. Es wird dann immer übergeordnete Regelungen geben, vor allem an der Stelle, wo man dann ins Internet geht und sagt, da gibt es Services, die ich in die Regelung einbinden will. Oder wenn ich Logging machen will, dann ist es wahrscheinlich gescheit, das einmal an eine zentrale Stelle zu holen. Alle anderen Teile einer Haussteuerung oder auch in der Industrie 4.0 sollten meiner Ansicht nach, persönliche Meinung, so autark wie möglich sein, damit sie ausfallsicher sind. Okay, aus diesen Eigenschaften vom Merkur-Board habe ich jetzt abgeleitet, auch das kann beansprucht werden, dass das Merkur-Board als Single-Board-Mikrocontroller besonders geeignet ist, genauso geeignet ist wie alle anderen, diese Mikrocontroller-Board für klassische Regelungs- und Kommunikationsanwendungen, aber in Kombination eben mit der Kommunikation. Und weiters führt das dazu, dass das Merkur-Board besonders geeignet ist, wenn wir keine 230 Volt Strom zur Verfügung haben, wenn wir auf Akkus laufen oder wenn das Solarpanel versorgt ist sogar, dann kann es seine echten Vorteile ausspielen. Und das ist als Begriff bekannt als Wireless Sensor Network. Das ist jetzt ein sehr gehyptes Wort, wo viele versuchen reinzukommen, wo neue Funkstandards auch kreiert werden. Ich will aber auch wieder erwähnen, dass das Merkur-Board in Kombination mit Contiki darüber hinausgeht, weil es gibt sehr viele Read-Only Sensor Networks. Das heißt, da kann man nur Daten abholen. Aber in unserem Fall ist das schon voll integriert, dass man genauso Aktoren schalten kann. Also die Regelung ist vollständig darstellbar. Harald, musst du dann sagen, ob das tatsächlich so stimmt, diese Einschätzung. Aber ich glaube, das geht schon darüber hinaus, dass das Merkur-Board da Vorteile hat, weil es das da keine Unterscheidung macht, das ist bidirektional und jede Node kann mit jeder. Ja, wie der Name sagt, Internet der Dinge, ist das Merkur-Board im Internet, wenn man zum Beispiel drin hat, eine MAC-Adresse aufgedruckt, aus dieser MAC-Adresse wird dann eine IP-Adresse und dann verhält es sich genauso wie ein Computer. Man kann ihn anhängen, man kann die Daten anfragen, man kann auch HTTP-Server hineinspielen, wenn man möchte, das Merkur-Board oder Mail-Server oder Twitter oder was auch immer. Da gibt es fertige Apps im ContiQS. Es verhält sich wirklich wie ein Computer im IP-Netz. Okay. Soll ich es fürs Video noch? Es verhält sich wie ein Computer im IP-Netz, passt. Ist schon drauf. Ja, was mich beeindruckt, dass es eben direkt Peer-to-Peer kommunizieren kann. Das heißt, wir brauchen eben auch in der Steuerung keine zentrale Einheit. Jede Node kann direkt die andere fragen. Und das kann man auch über diese Mechanismen wieder über Coop und RESTful Services auch innerhalb der Nodes machen, was wieder auch, dass die für eine Node selbst, nicht nur für eine Regelungsanwendung von außen, sondern die Node selbst sieht das gesamte Mesh-Netzwerk mit allen Ressourcen, die drin vorkommen, über eine API, die man auch versionieren kann und wo man sagen kann, ist das jetzt noch abwärtskompatibel oder nicht. Also da könnte man
auf High Level sehr stabile Interfaces bauen mit dem ganzen Mechanismus. Trotzdem will ich dazu sagen, weil jemand mal gefragt hat, es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn man Strom hat und einen Raspi hat, genau die gleichen Anwendungen komplett auf anderer Basis jetzt hardwaretechnisch zu lösen, weil ich muss nicht so viel Energie sparen und man ist kein Energievergeuder, nur weil man einen Raspi statt eines Merkur-Boards verwendet. Wir als Verein verwenden es gern, weil es Open Hardware ist und zwar durchgängig, ist aber unser Faible und jeder möge, Gott sei Dank bringen die Leute auch ganz verschiedene, jeder möge benutzen, was er eben möchte. So, jetzt der Kommunikationsaspekt ist aus meiner persönlichen Erfahrung der schwierigere Teil, also ich habe mich relativ schnell eingefunden in die eigentliche Regelung, in dieses Coab und so weiter. Das, was es kompliziert macht, ist diese Verbundenheit mit dem normalen Internet und den Kommunikationsmechanismen. Und da habe ich jetzt eine Grafik, also ich selbst verwende die Sarabox Version 2 von Florian Schweikert, das habe ich einmal ein Image gebaut und bin total zufrieden. Ich höre aber, das muss ich auch offen sagen, dass eben viele Leute, die sich in das Thema einarbeiten, genau an den Border Router und der Kommunikation mit dem Core-Protokoll nach außen auf Schwierigkeiten stoßen. Ja, das sind verschiedene, aber da müssen wir einfach mithelfen als Verein, dass das besser wird, weil wir haben nun mal keine Druckknöpfe oder ich finde, es macht nicht Sinn, auf jedes Gerät irgendwas physisch drauf zu machen. Es tendiert alles in die Richtung, dass man einfach über das normale IPv4-Netz oder mit IPv6 direkt mit den Node spricht und dann darüber die Bedienung macht. Die kann dann ein Webinterface sein oder sonst irgendetwas. Und da will ich zeigen, das ist diese roten Punkte hier, die findet man auch da im Raum. Ja, da ist ein roter Punkt und da ist ein roter Punkt und da hinten wird dann auch noch ein roter Punkt auftauchen. Und da, die stellen genau die Nodes dar, die sich für mich wie durch ein Wunder völlig automatisch vermaschen. Solange ich da das IPv6 richtig eingestellt habe, solange ich das Präfix richtig hineinmelde vom Edge-Router, der muss denen sagen, zu welchem IPv6-Netz die gehören. Solange die Node selbst sich dann aus ihrer MAC-Adresse richtig die IPv6 konstruieren, solange die Nodes denselben Funkkanal benutzen und solange die Nodes diese Pan-ID noch richtig gesetzt haben, fangen die automatisch zu reden an. Für mich ist das ein kleines Wunder, weil ich habe immer wieder gehört, es gibt Mesh-Netzwerke, ich habe nie eins erlebt. Mit dem Merkur-Board habe ich zum ersten Mal ein Mesh-Netzwerk erlebt, das auf Anhieb immer getan hat, was ich wollte. Ich weiß nicht, wie geroutet wird, interessiert mich auch nicht, ich drehe die Node auf und sie nimmt teil. Also das finde ich persönlich super cool. Der wirklich schwierige Punkt ist genau an der Stelle, das Ganze ist jetzt nicht Bestandteil des heutigen Abends, weil das eben ein schwieriges Thema ist, oder das kann schwierig sein. Manche haben Glück, so wie ich, und auf Anhieb rennt das alles. Aber genau an der Stelle muss man sich darum kümmern, wenn man über das Core-Protokoll hier direkt reinsprechen will von einem Device, dass man den Weg halt hat, ja, dass das Routing funktioniert, dass man hier auch wieder eine IPv6 zugeteilt bekommt, die passt zu diesem Routing, das über diese Node geht. Wichtig ist, dass dieses Ding funktioniert völlig autark in sich und den Edge-Router braucht man nur, um nach außen zu kommunizieren. Das ist jetzt keine zentrale Instanz, darum ist es auch außerhalb gezeichnet. Das ist keine notwendige und zentrale Instanz für diese Nodes hier, aber es ist genauso eine Node wie alles andere. Das werde ich dann noch erklären. Der Edge-Router selbst muss einen Anteil haben, und das ist in dem Fall zufälligerweise wieder ein Merkur-Board, das als vollwertiger Teilnehmer an diesem Mesh-Netzwerk teilnimmt. Ja? Edge-Router ist einfach ein IPv6-Router, oder ist das schon was Spezielles? Ich glaube, das ist nur eine Namenssache. Den nennt man, weil er an der Kante dieses Mesh-Netzwerks ist. Sonst ist es ein mit dem Tansley-Protokoll laufender Router, der hier aber, glaube ich, bei uns jetzt ohne Filterregeln oder irgendetwas mehr oder weniger alles durchreicht. Also auch da ist die Sicherheit, ich glaube, jeder, der die Fähigkeiten hat, kann sich diesen Router sehr sicher herrichten. Ich habe die Sarabox einfach aufgedreht und habe gemerkt, die Pakete gehen durch und war schon zufrieden. Also da habe ich jetzt nicht weiter dran gedreht. Ich sehe da drinnen eben nur, dass ein Tansley gestartet worden ist, da gibt es ein Services-File, das kann ich dann nachher noch zeigen, wo das Präfix drin hinterlegt ist, also dort könnte man es umstellen, wenn man möchte,
Damit announced es eben das Präfix hier hinein und sagt, wie die Routen sind, soweit ich verstanden habe, dass das auch wieder hier rausgeht. Aber sonst ist das für mich ziemlich eine Black Box. Was ich sagen muss, ist, dass natürlich die ideale Stelle, also hier braucht man schon einen Minicomputer und dann ist das Konzept etwas halbgar. Hier herinnen kann man voll energieautark mit Solar und sonstigem arbeiten. An dieser Stelle braucht man schon etwas mehr als nur ein Merkur-Board. Und das ist dann auch wieder die Stelle, wo jeder sagt, na gut, da werde ich gleich meine Heimautomation, die stärkere Rechenleistung braucht, auch gleich drauf machen. Das würde jeder proprietäre Hersteller dann sein Gateway nennen. Ich glaube, man darf das auch Gateway nennen. Wir vermeiden den Begriff, nur weil Gateway ist immer gepaart, genau mit der Herstellersache, dass eben der Hersteller sagt, das ist mein Gateway und da werden Protokolle umgesetzt, das will ich nicht veröffentlichen und du kommst nicht einfach IP-mäßig hier gerade durch, sondern da wird eine Umsetzung gemacht auf Home-Automationsbusse wie KNX, habe ich jetzt verstanden, und sonst irgendwas, die gar nicht mehr IP sind. Gefällt mir so viel besser, weil man da wirklich direkt durchkommt. Nächster war, da habe ich schon angesprochen, ist genau das Thema. Es gibt die Möglichkeit, dass man da einfach auf Application Layer dann eine Umsetzung macht von IPv4 HTTP auf IPv6. Ich habe früher immer gedacht, das ist sowas, nennt man eine Proxy. Ich habe gehört, in dem Fall ist das kein Proxy. Ein Proxy würde wirklich sehr transparent direkt die Protokolle umsetzen. In dem Fall, in meinem angepeilten Fall, würde ich einfach einen Webserver anstarten auf dem Border-Router, auf dem Edge-Router und würde dem HTTP-mäßig einen Befehl geben und der würde dann mit dem Core-Protokoll umgesetzt werden. Es geht aber auch direkt mit dem, später werde ich es zeigen, mit dem Plugin für den Firefox, das verwende ich jetzt in dem Fall, um das zu steuern, und das verwende ich, um da die Befehle reinzuschicken, und zwar direkt mit IPv6 und nicht umgesetzt von V4. Aber da sieht man schon, da steckt dann in der Kommunikation einiges drin und die ganzen Anwendungen machen nur Sinn, wenn man diese Kommunikation hat. Ja, Vorteil von unserer Konstellation ist, dass End-zu-End-Kommunikation, wie ich gesagt habe, zum Beispiel über ein COPPA oder Coop-Client-Lib direkt da rein möglich ist. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man ein Routing hat, dass man weltweit da hineinkommt, direkt auf die Node. Das heißt, dass man dann sagen kann, ich möchte schauen, ob die Bewässerung, die ich direkt auf dem Merkur-Board realisiert habe, autark da drinnen, kann ich trotzdem reingehen und nachschauen, ist das Relais offen oder nicht. Okay, die Bewässerungszeit hat angeschlagen. Sehr gut, die Pause habe ich gerade vorgesehen. Ich wollte nur schnell 5 Minuten Pause machen, um dann da hier reinzuschauen, ob auch wirklich alles noch funktioniert, so wie es soll. In 5 Minuten, das wird nur eine kurze, würde ich dann weitermachen wollen, mit dem herzeigen, was wir jetzt konkret realisiert haben. Ja? Ich habe das auch in PowerPoint.